Museumsbrücke ist eine schmale Fußgängerbrücke auf der Höhe der Modern Tate über die Themse. Und sie war ursprünglich gedacht als ein architektonisches Wunderwerk, das ohne Stützen auskommt. Und als dann die ersten Menschen über diese Millenniumsbrücke gelaufen sind, da geschah etwas Schreckliches. Die Brücke begann aus sich selbst heraus zu schwingen, und zwar so stark, dass es unmöglich wurde, über diese Brücke zu marschieren. Und sehr schnell musste die Brücke notfallmäßig mit Stützpfeilern versehen werden, damit die Menschen überhaupt darüber wandern konnten. Diese Millenniumsbrücke ist heute so eine Art Symbol geworden für das moderne Finanzsystem. Wie diese Millenniumsbrücke tendiert das Finanzsystem dazu, aus sich selbst heraus Krisen zu produzieren. Und solche Krisen kann man eigentlich vergleichen mit einem Herzinfarkt. Und 2008 war ein sehr, sehr gravierender Herzinfarkt. Wir sind damals sehr, sehr knapp an einem totalen Kollaps des internationalen Finanzsystems vorbeigerauscht. Also, Sie können sich vielleicht erinnern, der damalige Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Philipp Hildebrand, hat in Interviews gesprochen, dass der Schuss sehr, sehr nahe am Kopf vorbeigegangen sei. Es war das sogenannte Schattenbankensystem, das amok gelaufen ist. Also das System, dass es beispielsweise Investmentbanken, die sich auf Geldmärkten oder sogenannten Repo-Märkten refinanzieren. Es hat dort eigentliche Bankruns gegeben. Das hat dazu geführt, dass jeder sein Geld wollte, dass das System völlig blockiert war. Und was heißt das, wenn ein Geldsystem völlig blockiert ist? Im Englischen gibt es den Ausdruck Money Grid. Tatsächlich ist das Geldnetz sehr vergleichbar mit dem Stromnetz. Und genauso wie es ohne Strom überhaupt nichts mehr geht, ist, wenn ein Geldnetz kollabiert, wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr ungemütlich. Es werden keine Transaktionen mehr abgewickelt, die Bankomaten geben kein Geld mehr aus, alles bricht zusammen. Dieses System ist also in sich immanent extrem instabil und neigt zu periodischen Krisen. Wegen dieser Geldschöpfung, die privaten Banken machen kann, die dazu führt, dass die Geldmenge sehr viel sich schneller und sehr viel deutlicher ausdehnt als die reale Wirtschaft. Es entstehen Blasen, es entstehen all diese Unsicherheiten und so weiter und so fort. Man nennt das fraktionale Reservesystem und das sogenannte aus der Luft Geld geschaffene, mehr das sogenannte Fiat Money, also Geld, das aus der Luft geschaffen wird. Die Krise 2008 war so gefährlich, dass sie beinahe zum Kollaps des internationalen Geldsystem geführt hat. Es ist also so gesehen sehr, sehr logisch und eigentlich liegt auf der Hand, dass man ein System entwickeln will, das nicht so krisenhaft ist, weil sie einfach zu gefährlich geworden sind. Wir können schlicht und ergreifend dieses Risiko nicht mehr eingehen. Nun gibt es da verschiedene Wege. Das Geldsystem war nicht immer so krisenhaft. Unter dem Goldstandard, der auch schon erwähnt wurde, war das Geldsystem unglaublich stabil. Also das Geldsystem im 19. Jahrhundert kannte keine Inflation und keine Krisen dieser Art, weil das Geld ja war damals an das Gold gebunden. Man konnte also die Geldmenge nicht so derart aufblähen, wie man es mit dem sogenannten Fiat Money gab. Daher gab es diese Art von Krisen in diesem Ausmaß nicht. Aber, das war natürlich das Problem des Goldstandards, es gab dafür sehr viele Krisen in der realen Wirtschaft, weil das ist natürlich das Problem. Ein sicheres Geld hat leider eine sehr unsichere Wirtschaft zur Folge, weil die Wirtschaft, die reale Wirtschaft hat Zyklen, es gibt Rezessionen und dann kann eigentlich die Nationalbank oder die Banken können dann nicht mit dem Schöpfen von Geld diese Krisen mildern oder gar aufheben, sondern die laufen dann in aller Härte durch. Also ich meine, das war auch in der Schweiz beispielsweise so, in den 19. Jahrhundert, da konnte man, wenn eine solche Wirtschaftskrise ausgebrochen ist, dann konnte man die Menschen nach Amerika schicken beispielsweise, nach Australien. Hat man auch getan. Ich bin im Kanton Glarus groß geworden, erster Industriekanton der Schweiz. Der Kanton Glarus hat periodisch sehr viele Menschen einfach nach Amerika geschickt. Deshalb gibt es heute noch in den USA eine Stadt, die heißt New Glarus. Das war einfach damals, jedes Mal, wenn die Textilwirtschaft eine Krise hat, wurde ein Schiff nach Amerika geschickt mit den überzähligen Arbeitskräften. Das kann man natürlich heute nicht mehr machen.
Also daher ist eine Rückkehr zum Goldstandard, die auch immer wieder gefordert wird, illusorisch. Heute können wir nicht mehr einfach die Leute nach Amerika schicken, die wollen die auch nicht, sondern wir haben die, alle haben ja heute das Problem, dass sie keine Zuwanderung wollen. Mit dem Ersten Weltkrieg haben wir den Goldstandard aufgegeben, weil dieser Krieg wäre unter dem Goldstandard gar nicht zu finanzieren gewesen. Der ist rein über die Druckerpresse finanziert worden. Und dann hat man nach dem Ersten Weltkrieg versucht, wieder zum Goldstandard zurückzukehren. Das heißt, man hat es auch getan. Und das war wahrscheinlich einer der schlimmsten ökonomischen Fehler, der je gemacht wurde in der modernen Wirtschaftsgeschichte. Also selbst Winston Churchill, der damals englischer Finanzminister war, hat später zugegeben, das wäre der größte Fehler, den je gemacht haben, weil die Rückkehr zu diesem Goldstandard hat die Wirtschaft überall im Westen abgewürgt und letztlich in der großen Depression geendet. Und das war wahrscheinlich nicht so ein gutes Beispiel. Das heißt, auch daher ist es heute gesehen keine gute Idee, wieder ein festes Warengeld, wie es heißt, im Sinne des Goldstandards zurückzukehren wollen. Ich sehe nicht ein, warum das heute zu einem anderen Ergebnis führen sollte. Und wenn man eine ganz milde Form dieser Art, die gegenwärtige Austeritätspolitik in Europa betrachtet, dann wird auch der Verdacht sehr schnell groß, dass es auch heute keine gute Idee wäre, zu diesem Goldstandard in dieser Form zurückzukehren. Bleibt was? Es bleibt das Vollgeld. Vollgeld ist von der Idee her eigentlich vergleichbar mit dem Goldstandard. Es versucht auch, das System sicher zu machen. Aber es versucht es nicht, indem es das Geld sklavisch an eine beschränkte Identität wie das Gold bindet, sondern es versucht es, indem es das Fiat Money der Geschäftsbanken eigentlich verbietet und nur noch das Zentralbankengeld zulässt. Auf diese Art schlägt es zwei Fliegen auf einen Schlag. Einerseits wird die unkontrollierte und überbordende Geldschöpfung der privaten Banken gestoppt, die ja meistens nicht mehr mit der realen Wirtschaft zu tun hat, sondern wie gesehen, entweder eine Asset Inflation, also in Immobilien oder in andere Vermögenswerte führt oder die für Spekulationen oder für anderen Unsinn gebraucht wird. Aber gleichzeitig hat die Zentralbank immer noch die Möglichkeit, die Geldmenge zu steuern und in Krisen auch die Geldmenge auszudehnen und so der realen Wirtschaft über diese Krisen hinweg zu helfen. Vollgeld ist auch nichts Revolutionäres. Vollgeld ist schon in den 30er Jahren in den USA entwickelt worden, und zwar an der Universität von Chicago. Es ist eigentlich eine Maßnahme, ein System, das zu riskant geworden ist, wieder sicherer zu machen. In den 30er Jahren sprach man übrigens nicht von Vollgeld, sondern man sprach damals von Narrow Banking. Im 19. Jahrhundert war die Eisenbahn eine unendlich wichtige Sache in der Volkswirtschaft. Aber auch in den Eisenbahnen kam es zu idiotischen Übertreibungen. Auch in den Eisenbahnen gilt, dass Wettbewerb zwar grundsätzlich gut ist, aber zu viel Wettbewerb tödlich sein kann. Das hat dazu geführt, dass eigentlich die Privatbahnen, damals waren die Eisenbahnen privat, auch in der Schweiz, die waren eigentlich überall bankrott. Und die Schweiz stand letztlich irgendwie vor gut 100 Jahren vor der Möglichkeit, entweder verstaatlichen wir die Privatbahnen oder wir haben gar keine Bahnen mehr. Zum guten Glück hat sich die Schweiz damals entschlossen, die SBB zu schaffen. Wir rühmen uns heute vielleicht sogar die beste Eisenbahn der Welt zu haben, die uns eigentlich sehr viel genützt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es den nächsten Herzinfarkt geben wird, und der kann morgen passieren, der kann in 10 Jahren passieren, das weiß niemand, man kann so viele Krisen nicht voraussagen, aber es gibt auch jetzt sehr, sehr viele Anzeichen dafür. Und gerade jetzt gibt es beispielsweise aus den Obligationenmärkten eine große Unruhe wieder, weil wieder sich sehr irrationale Abläufe abspielen, die hier nicht weiter ausgeführt werden können. Wir haben heute auch noch eine sehr große geopolitische Bedrohung. Denken Sie an die Ukraine, denken Sie an Griechenland, denken Sie an den Nahen Osten. Also wir haben heute ein hochriskantes Geldsystem. Wenn dieses Geldsystem zusammenbricht, ist das wie wenn wir keinen Strom mehr haben. Und Vollgeld ist nichts anderes als der Versuch, dieses System ein bisschen sicherer zu machen. Vielen Dank.